eingefrorenes Festmahl. Oh Gott, wo ist denn das? Ah, ich habe keine Ahnung mehr. Wake up, son. Damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Lies of P. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder am Start. Nicht ganz an der Position, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Das hat den Hintergrund, dass ich irgendwie noch das Gefühl hatte, dass ich hier irgendwas vergessen habe. Ich bin jetzt hier komplett offline einmal alles abgelaufen. Hier ist auch jeder Gegner tot. Also nicht jeder so in Sackgassen, wo so ein einzelner Gegner steht. Hier habe ich da gelassen. Ja, ich habe dennoch was gefunden. Da laufen wir jetzt kurz einmal hin. Ist hier gleich um die Ecke. Den Dicken da vorne muss ich auch noch einmal besiegen. Hier ist noch eine Truhe. Ich hatte irgendwie was in der Aufnahme gesehen, dass ich da noch nicht war. Dachte eigentlich, das liegt irgendwie hier an diesen Toren, die wir hochgefahren haben, dass da irgendwo noch ein Tor aufgegangen ist. Nein, habe ich jetzt nicht gefunden. Ist auch nicht so schlimm. Das hier reicht mir schon. Mechanisches, kryptisches Gefäß. Okay, das können wir wieder zu Vigini bringen. Dann gibt es wieder einen geheimen Standort mit hoffentlich geilem Scheiß. Machen wir aber nicht jetzt. Jetzt machen wir erstmal hier an der Stelle weiter, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Wenn ich sie denn finde. Wir müssen, glaube ich, da runter. Genau. Wo ich eigentlich hier an dem Punkt ausmachen wollte, wo uns dann dieser komische Heinz noch begrüßt hat, der uns, glaube ich, sogar einen Quarz geschenkt hat. Geschenkt. Ja, geschenkt. War sehr nett von ihm. Okay. Und hier haben wir, glaube ich, im letzten Part aufgehört. Da hatte ich hier einmal um die Ecke geguckt und da habe ich gesagt, nö. Machen wir nicht. Dann machen wir jetzt weiter. Okay, ich bin gespannt. Ich ahne Schlimmes, wirklich. Wir haben auch nur noch eine Pulszelle. Das finde ich jetzt nicht so geil. Ah, es war einer von denen. Ich erinnere mich. Okay, wie kriegen wir den jetzt am blödsten weg? Ich glaube, da war auch draufschlagen. Einfach drauf. Das beste Mittel der Wahl. Komm, dreh dich um. Ich muss jetzt vorsichtig spielen. Wir haben nur noch eine Pulszelle. Also eigentlich haben wir unendlich, aber es dauert halt, bis die regenerieren. Dreht sich aber nicht um. Shit. Siehst du mich? Er sieht mich. Und ich habe nicht getroffen. Und er ruft noch ein paar Kumpanen. Und ich habe mal wieder verfehlt. Alter, was? Das war doch schon wieder totaler Mist gerade. Da hat ja nichts funktioniert. Oh, shit. Oh Gott, was da alles kommt. Ach du Scheiße. Okay, der ist schon mal weg, das ist schon mal gut. Ja, die Kuppenschnur ist geil. Ich weiß nicht, warum ich die früher nicht benutzt habe. Also natürlich nur mit diesem Update, was wir jetzt drauf haben, auf der maximalen Stufe. Aber trotzdem geil. Komm her. Boah, wie er mich trotzdem trifft. No, 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 no. Ach, komm. Oh, ich hab's gewusst. Gut, ich muss natürlich erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Jetzt müssen wir den ganzen Weg nochmal laufen, ne? Oh, man. Na gut, sehen wir uns gleich da wieder. Hey, da sind wir auch schon. Ich muss sagen, der Weg geht. Einfach an allem vorbeilaufen. So viel ist das gar nicht, wenn man weiß, wo man langlaufen muss. Ich meine, ich war jetzt da gerade offline, ja. Wenn jetzt die Ecke. Aber das geht Tatsache. Okay, das ist nicht so schlimm.
müssen wir uns halt nur wieder hier oben durch die Leute durchprügeln. Jetzt kann ich auch ein bisschen mehr offensiv reingehen. Da habe ich jetzt nicht mehr so viel Angst zu sterben, weil wir da leicht hinkommen. Aha. Okay, na dann kommt mal her. Wir machen das wieder hier hinten, da haben wir ein bisschen mehr Platz. Put, 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 put. Put, 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 put. Das war der erste. Da kommen 2 und 3. Na komm schon. Was macht es? Ah nein, er macht wieder diese Bootsende. Ah, die sind so mega mies. Okay, das war gut. Oh, bin ich gerade ein bisschen stolz auf mich, wa? Das war perfekter Einsatz der Fähigkeiten. Oh, hi. Oh, wir müssten noch gerade aktuell ein Level haben, ne? Ja, wir könnten wieder ein Level machen. Ach ja, wir sind ja immer noch schwer. Ja, ich weiß nicht, es kann auch sein, dass das jetzt mir nur so vorkommt. Aber ich glaube, ich bin ein bisschen träger gerade, was Ausweichen und so angeht. Bin mir da nicht zu 100% sicher. Okay, weiter geht's. Ich glaube, hier kommt doch demnächst wieder ein Boss. Das sage ich eigentlich, glaube ich, in jedem Part. Immer warten, bis die platzen. Sonst haben wir wieder ein Problem. Das ist Shortcut, oder was? Okay, hier hätten wir auch noch flüchten können. Gut, gut. Aber wir haben sie alle niedergemacht. Auf geht's. Ach ja, ganz wichtig, mich hat in den Kommentaren natürlich wieder ein super nicer Tipp erreicht. Das war das Wort, was mir gefehlt hat. Und zwar bezüglich dieser Taschenuhr. Damit können wir wohl direkt zurück teleportieren, ins Hotel oder zum letzten verwendeten Stargazer teleportieren. Eine Taschenuhr von Sophia. Die Kraft im Inneren der Uhr bringt den Benutzer zum letzten Stargazer, den er besucht hat, oder zum Stargazer des Hotels. Eine Taschenuhr mit mystischer Kraft. Die Macht der Uhr dreht die Zeit zu dem Zeitpunkt zurück, als der Junge in besserer Verfassung war. Mega nice. Ich meine, ich hatte das noch irgendwie im Hinterkopf, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich dachte, das war irgendwie, dass wir unser Ergo verlieren. Aber ich glaube, das ist das Ding hier, ne? Letzte Zuflucht. Oder sofortiger Charaktertod bei Gebrauch. Ein spezielles Gerät, das die gesamte Energie der Pi-Organe auf einmal freisetzt, wird bei Gebrauch zerstört. Ach, das ist sogar nur einmalig. Der alte Mann befürchtete, dass sein Sohn nicht richtig aufwachen und in einen Rausch geraten könnte. Dieses Initialisierungsgerät wurde als notwendiges Übel für heikle Neueinstellungen geschaffen. Whatever. Aber dieser Kommentar, sehr nice. Danke nochmal an dich dafür. Ich hätte da wahrscheinlich gar nicht mehr drauf geachtet. Vielen, vielen Dank. Bei Gelegenheit hoffe ich, denke ich dran und werde es nutzen. Okay. Na komm schon. Bringen Sie raus. Oh Mann. Gibt es hier noch was Verstecktes?
Nö, 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 nö. Einfach nö. Das bringt mir auch nichts. Irgendwas, was von oben mir auf den Kopf springt. Können wir nicht lesen. Ich ahne Schlimmes. Hoch, runter, runter, hoch. Links, rechts, geradeaus. Oben, unten. Man weiß es nicht. Ah, da ist wieder so ein Fernkampftyp. Kriegen wir den so weg? Sehr gut. Okay, das dürfte dann wohl unten sein. Und da ist ein Shortcut, nice. Der bringt uns direkt zum Stargazer, habe ich recht? Ja, sehr schön. Ach, jetzt fühle ich mich wieder wesentlich besser. Aber ich weiß, dass der Stargazer direkt um die Ecke ist. Den könnten wir auch eigentlich einmal direkt benutzen, um das Level zu machen. Aber vorher erkunden wir hier nochmal kurz. Und machen den Weg aus, der uns weiterbringt. Oh, hi. Genau, bei denen war es halt, wenn die so hocken, einfach drauf, 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 drauf. Und dann sind die auch kein Problem. Sehr, sehr schön. Okay, dann geht's jetzt noch dort weiter. Aber wir gehen zuerst zurück zum Stargazer und machen schnell das Level. Mist. Wäre nicht mehr weit gewesen. Hätte ich mich ein bisschen besser angestellt, wäre das wieder ein Tod weniger gewesen. Okay, Goldmünzen müssen wir auch mal wieder sammeln. Ja. Hm. Wir machen erstmal einen Stufenaufstieg. Was war eine maximale Ladung bei Gewicht, ne? Ja. Es hat uns nur 2% gebracht. Das heißt, wir müssen mindestens noch 2 Level da reinsticken. Okay. Aber die Puppenschnur gebe ich jetzt nicht mehr aus der Hand. Die behalten wir. Genauso wie das Falkenauge. Das ist nice. Will ich behalten. Nee, komm. Ganz kurz einmal das Gefäß abgeben und Goldmünzen einsammeln. Wenn wir schon mal hier sind. Teleportieren. Haben wir noch irgendwas anderes, was wir machen können? Nein. Okay. Ja, sorry, das muss halt kurz sein. Sonst laufen die Goldmünzen voll. Das möchte ich nicht. Das können wir gleich in Verbindung mit dem Gefäß hier bringen. I always welcome friends. May I be of service? Oh, how long do you think it will take me to decipher it? Time me. Echo! All done and all yours. 4 Sekunden. For a layman, it would have been a tough nut to crack, even for a replica. Child's play for me, of course. I bet you could make a fortune by solving the code behind it all. But why the Grand Covenant, I wonder? Apologies, my friend. I became lost in thought. Please take it. Entschlüsselung des mechanischen kryptischen Gefäßes. Nein, ich hab doch. I always welcome friends. Okay, sonst hast du nichts weiter für uns. Dann kicken wir uns das kurz einmal an. Wir hätten auch noch ein Quarzwasser ausgeben können. Wo hat er denn das jetzt hingepackt? Da hinten, ne? Genau. Okay, Befehl. Der Zug fährt nicht mehr. Und der Händler erwartet in der zerstörten Stadt eines gefrorenen Festmahls. Ein
gefrorenes Festmahl. Oh Gott, wo ist denn das? Ah, ich habe keine Ahnung mehr. Okay, anhand. Ne, Anhang. Ein Bestellformular ist zum gegenseitigen Vertrauen beigefügt. Keine Präferenz bezüglich des Geschlechts. Ein Antrag auf Stalker-Ausrüstung im Bastard-Stil. Referenz: Die Tochter der Familie Wolfe. Codename Fuchs-Ausrüstung. Beschaffen durch Herstellung oder wenn noch etwas auf Lager ist. Obwohl sie die Verbindung zur Familie Wolfe gekappt hat, ist sie immer noch eine Wolfe. Sie hat ein scharfes Auge und beste Ausrüstung. Vielleicht können wir sie aufsuchen, wenn wir unsere Ausrüstung verbessern. Shit, wo waren das? Das müsste ich mir wieder offline angucken. Da suche ich ja wieder ewig rum. Also jetzt anhand des Bildes komme ich nicht drauf, aber es könnte der Eingang vom zerstörten Hotel Krat sein. Bevor es halt zerstört war. So sah es, glaube ich, da dann aus. Prüfe ich mal offline dann. Okay, dann holen wir noch schnell die Goldmünzen. Und dann sehen wir uns gleich am Stargazer wieder und machen weiter. Okay, ich melde mich doch nochmal hier wieder. Wir hatten hier so eine Booster in der Tasche. Diese hier, davon habe ich die ersten beiden jetzt benutzt. Alchemistischer Booster beschleunigt Wachstum der Goldmundsfrüchte. So, jetzt tickt das wesentlich schneller. War nicht so schlau, glaube ich. Weil, ne, wir brauchen sie aktuell halt nicht und wir haben 95 auf der Bank. Naja. Ich wollte mal wissen, was das ist, weil ich hatte da gerade die Option Booster benutzen. Ich hätte jetzt gehofft, dass wir uns selber permanent damit stärker machen können, aber war leider nicht so. Naja, egal. Gut, jetzt schnell zurück zum Stargazer. Okay, also die nächsten 40 Minuten ist das Ding jetzt geboostet. Mal gucken, muss ich wahrscheinlich früher nochmal hin, das mache ich aber dann wahrscheinlich auch gleich. Alles klar. Gut, jetzt machen wir hier weiter. Achso, das Quarz hatte ich auch noch aktiviert. Ja, unser, also jedes Mal, wenn wir jetzt Legionswaffe benutzen und mehr als die Hälfte übrig bleibt, ist der Angriff davon stärker. Dadurch, dass wir das automatisch regenerieren, fand ich das keine schlechte Option. Nein. Noch einer. Na komm her. Okay, wie kriegen wir den da hinten jetzt weg? Den müssen wir, glaube ich, auch abschießen. Der macht mir sonst böse Aua. War nicht gut. So. Und. Super. Na, das wird ja lustig da mit dem Fernkampf-Heinz, aber das ist, glaube ich, nur ein Flammenwerfer oder Säurewerfer, was auch immer. Also keine festen Projektile. Das heißt, der hat eine beschränkte Reichweite, hoffe ich. Und dem Schmetterling auf diesem schmalen, ja, Balken da. Das könnte interessant werden.
Alter, hier nicht wieder runterfallen, ne? Oh oh. Okay, das war so nicht gewollt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. War so absolut nicht gewollt. Oh Mann. Oh Mann. Oh Gott. Jo, wie viel? Störung ist ganz schlecht. Alter. Weg mit dir. Oh. Vergiss es, mein Freund. Okay, den Schmetterling habe ich jetzt natürlich nicht gekriegt. Den muss ich irgendwie noch versuchen, dann zu bekommen. Jetzt sammeln wir erstmal hier alles ein. Ich sehe auch gerade, der Part ist so gut wie zu Ende. Das ist ein versteckter Weg hier. Aber wir gucken natürlich... Okay, wir hätten auch einfach die Leiter nehmen können. Gucken natürlich vorher noch... in die Truhe. Amulett des roten Fuchses. Jetzt wird's interessant. Amulett des roten Fuchses. Wo bist du da? Entschlossenheit und Technik. Plus 3. What? Erhöht maximale Menge an LP, Ausdauer und Legion. Wow. Wir gehen aktuell, ich hab's schon wieder vergessen, auf Technik. Wissen, wenn ich das jetzt da reinnehme. Das war wieder ein bisschen schwerer. Das ist eine gute Frage, ob das eine Verbesserung für mich ist. Da bin ich mir gerade nicht so sicher. Jo, okay. Gut, wir gucken uns oben noch schnell den vermutlichen Geheimweg an und dann ist Schluss. Hier ist schon mal sowas von nichts. Nach oben gehen. Nach oben gehen. Geh nach oben. Jo, okay. Leider ist ein bisschen länger. Ach, er ist ja auch noch da. Hm. Ja, zum Glück wieder nur hier drauf gelandet, ne? Und nochmal hoch. Ja, der Schmetterling, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Das nervt mich gerade wieder. Mein Monk schreit schon wieder in mir. Das ist hier ein Geheimweg. Weil von da kommen wir da nicht hin. Naja, nicht wirklich, ne? Och, schade. Ich dachte, jetzt ist hier was Geiles... Oh, nicht hier runterfallen. Ich dachte, jetzt ist hier was Geiles versteckt, aber nö. Gut, meine lieben Freunde. Dann sind wir aber an der Stelle am Ende. Dann würde ich ganz einfach erstmal wieder behaupten, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Sorry, dass die letzte Folge ausgefallen ist. Ja. Hoffe, ich sehe euch bei einem der nächsten Videos wieder. Vielen Dank.
Haut da rein.